Ich freue mich sehr, weil manche Leute, die wirklich sehr ernst zu nehmen sind und die sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben, glauben wirklich an den Totimpfstoff, wobei ich das persönlich nicht verstehen kann, weil mRNA-Impfstoffe sind absolut sicher und sind halt einfach eine Weiterentwicklung der Impfstoffe. Aber es ist gut so, das wird hoffentlich auch jene überzeugen, die sich bisher die Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Man hat überhaupt das Gefühl, es ist weniger eine Frage der Wissenschaft, sondern vielmehr eine Glaubensfrage mittlerweile geworden ist. Ja, es ist schon, glaube ich, für manche Menschen die Entscheidung nicht sehr leicht, um auch vielleicht die wirklich für mich Unberechtigten, aber ich bin nicht das Maß aller Dinge. Wenn es jemandem schwerfällt, dann muss man das ernst nehmen. Und auch wenn es gut argumentiert ist. Und darum bin ich sehr froh, dass da vielleicht doch 5-10% der Menschen vielleicht sich jetzt noch überzeugen lassen. Das würde schon sehr helfen. Mhm. Darf ich eingangs fragen, waren Sie gestern zufällig beim Lichtermeer dabei? Es hat ja gestern eine Demonstration gegeben, wozu es war gar nicht so eine Demonstration, es war irgendwie eine schweigende Zustimmung oder Yes, we care für all jene, die halt in der Pandemie ihr Möglichstes tun, um Menschenleben zu retten. Und man hat natürlich der Toten gedacht, 13.000 Tote hat es schon mittlerweile gegeben. Ja, ich war nicht zufällig dabei, sondern bewusst dabei. Ja, Entschuldigung, aber ich bin mit meiner blinden Tochter, die sich das auch gewünscht hat, zum Schottenring, also wohne ganz in der Nähe des Schottenrings, zum Schottenring vorgegangen, zum Ringturm, und war tief beeindruckt, wie viele Menschen auch in dieser eher leeren Gegend, weil dort keine Geschäfte sind, weil dort es normalerweise nur Verkehr gibt, wie viele Menschen dort schon am Straßenrand gestanden sind und gewartet haben, bis ungefähr um 6:50 die Straße abgesperrt war. Und es war für uns sehr berührend, das auch zu erleben. Es war so Stille, auch davor schon. Also es war, die Leute sind schon sehr besonnen gekommen. Und für uns war es auch eigentlich deswegen sehr berührend, weil mein Lieblingscousin an Corona verstorben ist, voriges Jahr kurz nach Weihnachten. Und der Vater meiner Kinder nicht an Corona, aber doch auch in diesen 2 Jahren im ersten Lockdown gestorben ist. Und mein Bruder in diesem Jahr gestorben ist. Also es war so für alle ein Gedenken, eine Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Gott sei Dank war es nur einer an Corona, aber es war sehr berührend. Es sind auch immer wieder berührend die Bilder, die wir im Fernsehen sehen. Ich habe gestern auch die Kollegin im Zentrum geschaut. Da ist eine diplomierte Pflegerin oder Intensivpflegerin eingeladen gewesen. Die hat mit einer Kamera für die Kollegen von Thema aus ihrer Perspektive ihren Alltag geschildert, wie anstrengend das ist, auch auf so einer Intensivstation zu arbeiten, wo sie wirklich um das Leben der Menschen kämpfen. Aber jetzt sind Sie ja Gesundheitsministerin gewesen. Ich habe so das Gefühl, oder es ist auch bestätigt teilweise, dass man mit Fernsehberichten oder mit herkömmlichen Medien, mit Printmedien oder öffentlich-rechtlichen oder auch Privatfernsehen, die Menschen, die die demonstrieren gegen die Maßnahmen und gegen die Impfpflicht, gar nicht mehr erreicht, weil die nicht mehr fern schauen. Das ist möglich, da müssten Sie Medienfachleute befragen. Ist bestätigt schon, das ist schon. Aber was kann man als Politiker jetzt dagegen machen, wenn man irgendwie den Zugriff, die Justizministerin hat gesagt, wir müssen das Internet in den Griff bekommen, ist ein bisschen ein nicht geschickter Ausdruck, sage ich jetzt mal, aber es ist schon, oder die sozialen Medien, aber da ist schon was dran. Es braucht schon sicher einen Multimedia-Mix. Darum hat mich ja auch sehr beeindruckt, dass heute Nachmittag der Landeshauptmann Haslauer angekündigt hat, dass sie einen ganzen Mix an Werbung, begonnen von der Plakatwerbung, von der man ja sagt, dass sie gar nichts mehr bringt, aber dass sie alle Werbeflächen gemietet haben, die verfügbar waren, dass sie über Fernseh- und Kinospots die Leute ansprechen wollen, dass sie alle Vereine, Organisationen, die die Möglichkeit haben, zu schalten, zu teilen, auch auffordern, das zu teilen und zu publizieren. Und ich denke, es wird auch um das persönliche Gespräch gehen, dass jede von uns und jeder von uns versuchen sollte, bei jenen, die sich noch nicht überzeugen haben lassen. Es wird sicher welche geben, die wir nicht überzeugen können. Und
daran werden wir, glaube ich, nichts ändern können. Jetzt steht die Omikron-Variante vor der Tür. In London hat es mehr als 90.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gegeben. Wird wahrscheinlich so sein, dass es irgendwann einmal auch bei uns die vorherrschende Mutante werden wird. Jetzt gibt es zu Weihnachten zum Beispiel, dass der Lockdown für die Ungeimpften kurzfristig wieder gelockert ist. Dann wird die Sperrstunde zu Silvester aufgehoben. Das sind alles so Signale, die für sehr viel Verwirrung sorgt. Auch für diejenigen, die sich an alles halten, die geimpft sind, etc. Also ist das gescheit aus Ihrer Sicht? Naja, also ich verstehe schon, dass man an den drei Weihnachtsfeiertagen, also 24. bis 26. und am 31. es freigibt, weil Andrea Gdolski hat das vorgestern, glaube ich, hier gesagt, oder gestern, die Leute würden sich wahrscheinlich dann auch nicht dran halten und das ist auch nicht zu kontrollieren. Sie meinen, dass die Situation dann eskalieren könnte? Und okay. Das ist nicht Sinn und Zweck von Weihnachten. Und natürlich müssen wir dann rechnen, dass es wieder stärker wird, aber wenn es nur diese drei Tage und Silvester ist und dann natürlich sehr intensiv wieder das Testen beginnt, damit man sehr rasch sozusagen Ansteckungen erkennt, dann glaube ich, wird es im Rahmen zu halten sein. Aber wir hören jetzt, in Holland eskalieren die Zahlen, ein ganz strenger Lockdown vor Weihnachten. In Dänemark, das Musterland, auch da wieder, also Omikron muss wahnsinnig ansteckend sein, ist ja um vieles, das weiß man jetzt schon, dass es um vieles ansteckender ist als die Delta-Variante. Man weiß allerdings noch nicht, welche Auswirkungen es auf die Schwere der Erkrankungen haben wird. Südafrika haben Wissenschaftler also behaupten, also dass es ein milderer Verlauf ist. Ja, wir hoffen das zumindest. Hoffen wir zumindest, ja. Aber wir wissen ja auch bei allen anderen Varianten, dass es oft 3-4 Wochen dauert und dann noch einmal sehr schwer werden kann. Das wissen wir bei Omikron noch nicht. Weil solange gibt es diese Variante noch nicht erforscht in größeren, dass wir Daten hätten, in größerer Zahl. Und es wird, wir wissen auch noch gar nichts über allfällige Spätfolgen von Omikron. Das wird alles erst die Zukunft zeigen. Da hat es auch schon neue Studien gegeben bezüglich der Spätfolgen, dass ein erheblicher Anteil an Long-Covid leidet, obwohl man asymptomatisch war sogar. Also das ist ein eigenes Thema. Aber die Omikron-Variante, also muss man jetzt nicht so ehrlich sein, dass es einen fünften Lockdown gibt, muss man das jetzt nicht schon wirklich so den Menschen auch kommunizieren? Ja, ich glaube, dass die Bundesregierung das jetzt sehr gut gemacht hat und auch gleich vorweg gewarnt hat, dass ein fünfter Lockdown kommen kann, dass wir noch lange nicht über den Berg sind, offensichtlich, auch wenn wir das alle schon gehofft haben, vor eineinhalb Jahren, vor einem Jahr. Und dass wir auch vielleicht nach Omikron noch mit einer weiteren Variante rechnen müssen. Es ist besser, dass man sich darauf einstellt. Wenn es dann nicht kommt, freuen wir uns doppelt. Ja. Und wenn es keinen Lockdown gibt, gibt es eine ganz große Freude. Aber es sind dann alle irgendwie schon darauf eingestellt, dass es doch einen fünften Lockdown geben kann.